Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bioshock. Wir sind jetzt hier in diesem Pharma-Teil und müssen nach den Sachen suchen für keine Ahnung. Aber wir haben müssen es suchen. Oh Gott, leid. Also Munition haben wir definitiv genug von allem. Hier noch? Hier komme ich nicht hin. Ich so dahin. Okay. Da bekommen wir Munition. Film brauchen wir nicht. Ionischer Schrot brauchen wir auch nicht. Wir haben ein bisschen Kaffee. Kaffee, 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 Kaffee. Rapture ist beim Teufel. Wo soll ein junges, hübsches Mädchen wie ich bloß hin? Zum Teufel. Ciao. Ach, die gehört mir. Ah, gut. Da soll ich dann. Das liegt das Wasser. Yay. Aber ich möchte mich noch weiter hier umschauen erstmal. Man weiß ja nie, wo man sonst noch hinkommt. Ja, und nicht auch noch was? Hier ist was zum Heilen. Sein Licht dringt sogar bis in die Finsternis hier unten. Ah ja. Okay, wenn du das sagst. Wo? Draußen? Egal, ich habe glaube ich hier, ja, die Little Sister aus dem Ding hier sowieso schon gerettet. Ich gehe jetzt wieder runter. Ich bin gerade am Blut ausgerutscht. Okay, was ist hier noch so alles? Genbank. Okay. Ah! Weißt du, Tunikum, Eve-Link. Steigert das Eve mit jedem Verbandskasten, in dem sie das neue Eve-Link 2 nutzen. Na, nee, brauchen wir nicht. Okay, ah, das sind jetzt hier unten. Haben wir davon noch wieder was? Kann ich noch was machen? Explosivschrot. Ja, komm, machen wir mal. Ich befolge alle seine Gebote. Ich befolge alle seine Gebote. Ich befolge alle seine Gebote. Er starb für mich. Ich vernichte deine Erdgeborene. Wo steckt der kleine Sünder?
Ich stecke hier vor, Onkel! Oh, was haben wir denn hier? Maschinengewehr. Maschinengewehr-Munition ist immer gut. Oh, ein Teddy. Und ich höre noch irgendwo einen. Big Daddy. Heute beim Spazierengehen traf ich zum ersten Mal auf zwei von ihnen. Er. Ein schwerfälliger Taugenichts in einem stinkenden Taucheranzug. Und sie, eine ungewaschene Göre in einem verdreckten rosa Kittel. Sie hatte eine ungesunde Gesichtsfarbe, grün und morbide. Ihr Verhalten war auch alles andere als angenehm, als ob sie gar nicht an diesen Ort gehörte, an dem wir leben. Ich weiß, dass Kreaturen wie diese gebraucht werden. Ich wünschte nur, sie hätten ein angenehmeres Äußeres. Arsch. Eines der Mädchen kam und setzte sich auf meinen Schoß. Ich habe sie weggestoßen und geschrien, hau ab! Ich sehe, wie ihr das Adam grün und dickflüssig aus dem Mundwinkel quillt. Die dreckigen Haare, die ihr ins Gesicht hängen. Die schmutzigen Klamotten. Und dieses tote Glimmen in ihren Augen. Da empfinde ich Hass. Wie noch nie zuvor in meinem Leben. Bitterbösen Zorn. Ich kann kaum atmen. Und auf einmal wird mir klar, dass es nicht das Kind ist, was ich hasse. Hier sind viele Big Daddies, muss ich feststellen. Da kommen wir nicht durch, zumindest noch nicht. Oder wir kämen durch, wenn wir den Code wussten. Das Little Sisters Heim. Schenken Sie Ihrer Kleinen in schweren Zeiten ein sorgloses Leben. Unterbringung und Unterricht sind gratis. Ach du Scheiße. Kinder sind schließlich Rapture zu. Ich will das Geld haben! Was? Okay, nein. So. Warum sind jetzt alle gerade so teuer? Willkommen im Zirkus der Werte! Jetzt weiß ich, was die Sira gemeint hat, damit die werden nochmal richtig eklig. Jetzt weiß ich zumindest Bescheid. Jetzt können wir auch den normalen Weg gehen. Wenn ich das irgendwie nie tue. Wieder höre ich den Dings. Nach 10 Jahren auf dieser Müllhalde habe ich mich an einen sehr niedrigen Lebensstandard gewöhnt. Aber selbst in einem so miesen Aquarium braucht ein Mann gewisse Prinzipien. Dieser erbärmliche Trou de Cul drüben in der Whirly Winery schüttet jetzt Wasser in seinen abscheulichen Wein. Wasser! Als ich ihn darauf angesprochen habe, hat er geantwortet, Pierre, keine Sorge, es ist destilliertes Wasser. Es könnte schlimmer sein. Ich könnte einfach mehr Wasser nehmen. Eines der Mädchen kam und setzte sich auf meinen Schoß. Ich habe sie weggestoßen und geschrien, hau ab! Ich Warum sehe, sich manche Sachen wiederholen, weiß ich nicht. Aus dem Mundwinkel das scheint irgendwie so ein Bug zu sein. Die dreckigen Haare, die ihr ins Gesicht hängen. Die schmutzigen Klamotten. Dieses rote Glimmen in ihren Augen. Da empfinde ich Hass. Wie noch nie zuvor in meinem Leben. Bitterbösen Zorn. Ich kann kaum atmen. Und auf einmal wird mir klar, dass es nicht das Kind ist, das ich hasse. Also warum sich die Dinge wiederholen, weiß ich nicht.
Falls man es vorhin verstanden hat, was ich gesagt habe. Ja. Okay. Adam ist quasi ein gutartiger Clips. Es zerstört die ursprünglichen Zellen und ersetzt sie durch instabile Stammversionen. Genau diese Instabilität verleiht ihnen diese verblüffenden Eigenschaften. Aber sie ist auch für die kosmetischen und psychischen Schäden verantwortlich. Man braucht immer mehr Adam, um den Verfall aufzuhalten. Vom medizinischen Standpunkt aus ist das eine Katastrophe. Betriebswirtschaftlich gesehen, naja. Fontaine reibt sich die Hände. So, dann nehme ich den. Das dann nehmen wir dafür. Wer? Und da, hä? Warte, was? Ah, da. Und ich höre jede Menge Bienen. Das ist sehr unschön. Habe ich mal erwähnt, dass ich auf Bienen reagiere? Du musst nebenbei. Moment. Und ich speichere eventuell mal. Nur so nebenbei. Weil wir haben schon länger nicht mehr gespeichert und vielleicht ist es sinnvoll, wenn ich jetzt speichere. Okay, die sind jetzt hier frei. So. Geht weg. Kommen die jetzt jedes Mal oder was? Kann ich echt gebrauchen gerade hier. Ja, jedes Mal. Okay. Das ist eher uncool, wenn die jedes Mal kommen. Der kommt, ich brauche noch mal. Okay.
Hab ich nicht so die Zeit für euch, Leute. Warum wird die eigentlich nicht von den Bienen erwischt? Zeig dich, ich will dich sehen! Sie steht mir zu, Wichser! Tut mir leid! Euer Versuch! So, die habe ich. So. Das haben wir schon mal. Ryan stellt dir eine einfache Frage. Bist du ein Mensch oder ein Sklave? Wieso tragen sie diese Masken? Vielleicht erinnert sich ein Teil von ihnen daran, wie sie einmal ausgesehen haben. Und sie schämen sich. Kann gut möglich sein, man weiß es nicht. Sein Licht dringt sogar bis in die Finsternis. So. Hecken, 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 da. Oh, Entschuldigung, falls man vorhin hören konnte. Ich musste aber gerade aufstoßen. Oh, schlimm. Oh, passt gerade. Bin zu faul. Heute bin ich nicht so ganz auf der Höhe mit dem Hacken. Hey, noch mehr destilliertes Wasser. Nein, wir trinken kein Alkohol hier. Erstaunlich aber. Für dich bin ich schöner als die Garo. Na gut. Die Kinder müssen voll lebens- und funktionstüchtig bleiben, um effektive Adam-Produzenten zu sein. Ich hatte vergeblich gehofft, wir könnten sie in einen vegetativen Zustand versetzen, damit sie gefügiger werden. Ich fühle mich in ihrer Nähe äußerst unwohl. Auch wenn sie diese Dinge im Bauch haben, es sind immer noch Kinder. Sie spielen und singen. Manchmal sehen sie mich an. Endlos lange. Manchmal lächeln sie. Ja, da geht das Mutterherz auf. Kann ich telefonieren? Ja. Verzeih mir, Vater! Ich werde dir gehorchen! Ich tu, was du sagst! Das Wasser der Flüsse herzufließen! Ich sollte vielleicht mal bei der da jetzt. Da habe ich nur noch viel.
Auch die Panzer brechen. Ich schicke dir Läuse! Mein Portemonnaie ist ja voll. Moment. Ach shit, bin sogar richtig voll. So, dann machen wir das so. Wo immer der hin ist jetzt. Labert halt immer rum. Weit kam sie nicht. Da haben wir ein bisschen Munition. Eine Vita Chamber haben wir auch noch da. Hey. Hast du schon alle Bestandteile des Lazarus-Vektors gesammelt? Wenn ja, dann such dir am besten eine Werkstatt und setz ihn zusammen. Und dann geh zurück in Langfords Labor und tu das ganze Zeug in die Befeuchtungsanlage. Das müsste den Nebel eigentlich wegpusten. Ich befolge alle seine Gebote. Ich befolge alle seine Gebote. Ich befolge. Gut, wenn du das machst. Viel Spaß dabei. Waffen-Upgrade. Okay, dann machen wir jetzt die Frotschlinte. Hilf mir! Was da? Hier ist nichts mehr. Ich meine, ich muss es hier irgendwo zusammenstellen, oder? Zumindest kommt mir das so vor, weil ich sehe sonst hier nichts. Oh. Aber ich bin hier richtig einfach mit dem, was ich ruhig was anstellen soll. Auch mal eine Runde. Wo ist ungesund eigentlich? Keine Ahnung. Vielleicht eine Kugel im Arsch? Für so leicht durchschaubar hältst du mich an. Ja. Puh. So, geschlossen. Das hat jetzt was gebracht? Was soll ich nochmal machen? Eine U-Invent-Station findest du in Langfrost Büro und an vielen anderen Stellen in Arcadia. Okay. Ah, da ist so eine. Ah. Objekt anfertigen. Lazarus Vektor. Oder ein Hektar. Ein Hektar, ja, ein Hacker, meine ich damit. Schätze ich, du bist der stolze Papa eines nagelneuen Lazarus-Vektors. Leg den Vektor an eine Vorrichtung, die zentrale Befeuchtungsanlage genannt wird. Dann stimmt die Luft in dem Laden wieder. Mr. Cruel. Alles in Ordnung? Bist du gehört, dass Andrew Ryan die Leitung von Fontaine Futuristics übernommen hat? Es ist
Okay. Ja, das ist wieder so ein Houdini-Typi. Mir wurscht. Der Parasit verbreitet ständig Gerüchte. Fontaine ist tot. Na, ja, kommst du näher? Nö. Einmal nicht. Und die das unter sich ausmachen. Ja. Haut rein. So, dann bringe ich mal den Lazarus. Irgendwas, schlag mich tot. In Umlauf. 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 Jetzt aber. Na komm, mach mal hin. Wie geht's? Wehre dich nicht gegen das Unvermeidliche. Du wirst bald keinen Sauerstoff mehr. Ich schlafe jetzt einfach mal weiter. Hi. Hi. Ich muss mal weiterlaufen. Danke für den Besuch. Ich weiß gerade nicht, ob ich hätte stehen bleiben dürfen. Bitteschön, bitteschön. Ist euch mal aufgefallen, dass die Stimme auf einmal anders da wurde? Dieses Mal? Am ersten Mal, wo wir das gemacht haben, war die Stimme nicht anders. Mir ist so aufgefallen. Speicher mal eben. So. Ja, machen wir einen neuen Speicherstand hier. Zack. Haben wir 1 Million Speicherstände, aber ist ja wurscht. Was machen? Ja. Na, hör nur, wie das verdammte Ding röchelt und stottert. Wann klappt das endlich? Julies Tod scheint dir als ernste Lektion nicht gereicht zu haben. Vielleicht überzeugt dich das hier. Ryan hat Lunte gerochen. Er wird ohne Zweifel Besuch vorbeischicken. Am besten
läufst du zum Laboreingang zurück und versiegelst ihn. Das ist vielleicht die einzige Möglichkeit, dir die Splicer vom Leib zu halten. Yep. Ja, ich bin auch schon auf dem Weg, Mann. Zieh hier jetzt rum. Ich hab dir ein kleines Notfallpaket mit der Rohrpost geschickt. Ist nicht viel, aber jedes kleine bisschen zählt. Ja, dann kann ich nicht dran. Ha? Hast du die Tür geschlossen? Gut, das müsste uns etwas Zeit verschaffen. Ja, was soll ich machen? Fertig! Mach sie alle! Hm. Was haben wir denn da? Da können wir... Fertig! Fertig! Töte den Parasiten! Wir speichern mal eben nochmal, so sicherheitshalber. Ich meine, sicher ist sicher, wenn man weiß ja nie, ne? Was haben wir denn dann noch? Wärme suchen. Los geht's! Los geht's! Ich denke mal, ich muss jetzt hier warten. Ich weiß, was ich nicht mal versucht habe. Wieso dauert das so lange? Ja. Komm. Oh großer Gott, der kommt nicht. Hm. Ja. Keine Ahnung. Okay, da kommen wir nicht weiter. Ich habe gerade mein eigenes Gerät in die Luft gejagt. Das habe ich mir verdient. Das werde ich doch verwöhnen. Aus, 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 aus
durch! Scheiße. Was ist los gerade eben hier? Gut gemacht, Kumpel. Atme tief durch und genieß es. Und dann lauf rüber nach Rolling Hills und mach die Tauchkugel klar. Nächste Station ist bei Ryan zu Hause. Es ist Zeit für unsere Rache. Wir haben sozusagen den Wald gerettet. Aber das nächste Mal war ich ein Katzenstritt. Nee. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Also, tschüss!